Guten Morgen aus Gedern. Ja, ich bin gestern ja mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Und heute habe ich mich wieder aufs Fahrrad gesetzt. Ich habe heute aber gar nicht so viel Zeit, weil ich bin nachher noch mit Miriam und Dieter verabredet. Endlich auf einer asphaltierten Strecke. So. Also wie gesagt, habe gar nicht so viel Zeit. Bin nachher noch verabredet. Wollte aber nicht die ganze Zeit nur am Zelt rumhängen. Deswegen, ich fahre jetzt einfach mal planlos. Ich glaube zumindest, dass ich auf dem Vulkanradweg bin. Ich werde mal einfach gucken, wo ich so lande. Und dann 2 Stunden oder so und dann werde ich langsam wieder zurückfahren. Ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. So, jetzt bin ich auf dem Vulkanradweg. Also es war gerade tatsächlich nur ein Zubringer, aber 6 Kilometer bis nach, was war das, Hirchenhain oder so? Habe ich den Ort vergessen. Das war aber auch kein schöner Radweg. Ja, nun gut, ich werde nachher bis nach Gedern reinfahren auf dem Rückweg, weil da kenne ich die Strecke auch. Da kann man wenigstens dann vernünftig fahren. Apropos vernünftig fahren. Das geht hier auf dem Vulkanradweg, beziehungsweise ist auch gleichzeitig oder zumindest teilweise der Bahnradweg Hessen. Den will ich auch noch mal irgendwann fahren. Ja, ich fahre jetzt hier schon die ganze Zeit bergab, das heißt, ich brauche hier nur rollen lassen mit um die 30 km/h. Das heißt, auf dem Rückweg habe ich natürlich alles bergauf, aber egal. Ich denke mal, ich werde bis Altenstadt fahren. Ja, vielleicht fahre ich auch noch ein Stückchen weiter, aber mindestens bis Altenstadt werde ich auf jeden Fall fahren. Und dann irgendwann wieder zurück. So, jetzt stand da gerade, dass wir bald nach Selters kommen. Ist das Selters, wo das Wasser herkommt? Wäre vielleicht ganz gut, weil ich habe heute Morgen gar kein Wasser eingepackt. Ich habe mir 2 Schokobrötchen in die Tasche geschmissen hinten. Ja, dann habe ich das Fahrradnavi gesucht. Dadurch habe ich dann ganz vergessen, mir Wasser einzupacken. So was Blödes. Es war bis jetzt noch nicht so heiß, also noch wäre ich nicht drauf angewiesen, aber irgendwann wäre es vielleicht eine gute Idee. Aber toll zu fahren hier. So, Altenstadt bin ich geflüchtet. Da war mir viel zu viel los.
Ja, Wasser habe ich aber gekriegt. Hab irgendwo ein Getränkeautomat, nicht Getränkeautomat, Getränkemarkt gefunden. Beziehungsweise habe einmal auf die Karte geguckt. Ja, jetzt geht's zurück auf demselben Weg, wie ich gekommen bin. Aber manchmal sieht man ja aus einer anderen Fahrrichtung auch Sachen, die man auf dem Hinweg nicht gesehen hat. So, jetzt habe ich die Sonne von hinten. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich filme. Ich denke mal, ich bin dann so gegen 14 Uhr wieder am Campingplatz spätestens. Oh, da wird gesandstrahlt. Ich denke mal, ich bin spätestens um 14 Uhr am Campingplatz. Dann kann ich eben duschen gehen und dann rüber nach Schotten fahren, beziehungsweise nach Bräuningshain. Ach, vorbei an den Angelteichen hier. Ja, nach Hirzenhain ist gar nicht mehr so weit. Und ja, von Hirzenhain aus fahre ich aber weiter auf dem Vulkanradweg, weil noch mal da die Matsche vom Hinweg tue ich mir nicht an. Jetzt müsste gleich die Langeberg-Aufpassage kommen. Nach Hirzenhain hoch. So, Hirzenhain wäre erreicht. Wie gesagt, ich bleibe jetzt hier einfach auf dem Vulkanradweg bis Gedern, weil es viel besser zu fahren. Ja, von Gedern aus zum Campingplatz hoch, muss ich schon sagen, wenn ich mit Reiserad fahren würde, also ohne Strom und großen Gepäck, wäre es vielleicht doch besser, den Weg zu fahren, den ich gekommen bin. Weil von Gedern aus geht es ordentlich steil bergauf zum Campingplatz. Ja, jetzt hätte ich beinahe vergessen, mich zu verabschieden. Aber wie ihr seht, bin ich schon wieder am Zelt zurück, am Campingplatz. Ja, spontane Tour. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.